schön. Stimmt wirklich alles. Ja, ich darf mir ganz kurz vorstellen, mein Name ist André Brandt, ich bin 33 Jahre alt und von Beruf bin ich eigentlich Dozent in Kfz-Technik. Und ich rede immer ganz gerne von meinem Beruf auf der Bühne. Ich habe nur ein Problem, ich darf das gar nicht. Mein Arbeitgeber hat extrem was dagegen, aber ich habe gemerkt, was ich für geile Freunde habe. Weil meine Freunde haben gesagt, ey André, wenn du schon nicht über deinen Job reden kannst, nimm mein! Das trifft sich gut. Wir haben denselben Job. Okay, der bekommt jede Woche Lehrlinge vor die Nase gesetzt. Ihr alle kennt Lehrlinge, oder? Ja. Ja. Es gibt immer diesen einen unter tausend, der die Woche interessant macht. Ich habe mal so ein Holzbrett fertig gemacht, das sollte auf so einen Rollwagen drauf, wo ein Kfz-Test darauf sollte. So, und hab mir richtig Mühe gegeben, dieses Brett habe ich komplett geschliffen, richtig schön Maserung rausgeholt, so richtig fürs Auge. Und habe da extra einen Aufkleber drauf gemacht, das Holz wird nicht angemalt. Hat 30 Minuten gedauert, stand da unter, okay. Die lesen das und sagen sich, ich muss denen das irgendwie begreifbar machen, dass ich das verstanden habe. Vor allem, wie die sich betteln, das ist der Hammer. Ich habe ein riesengroßes Fenster im Büro. Ich sag mal so, du siehst sie nicht, aber du hörst sie. Ja, du hörst aus der Halle raus, spüre die Macht von Thor! In dem Moment fliegt ein Hammer durch die Halle. Der nächste erwidert, spüre den Zorn des Zeus! Und ich mache langsam das Büro auf und sage, Dicker, gib das Stromkabel weg. Da wünschst du dir Feierabend. Da bin ich auch so froh, dass ich dann abends nach Hause komme, da wartet dann meine Frau auf mich. Mit meiner Frau bin ich mittlerweile fast 13 Jahre zusammen. Dankeschön. Und sie klatscht an der Stelle nie. Ich weiß noch, wir sind damals zusammengekommen in einer Zeit, da gab es noch gar kein WhatsApp. Ich bin damals Soldat gewesen und war dann beim Bund. Ich war auch Kasernschläfer und ich bin total schlechter Zurückschreiber. Heute noch. Ich bin damals auf den Sonntag in die Kaserne gefahren und war am Freitag teilweise wieder da. So, ich habe mich teilweise 5 Tage nicht gemeldet. Jetzt habe ich hier auf den Donnerstagabend an das MS geschrieben. Ruf mich sofort an. 3 Ausrufezeichen. Liebe Frauen, jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Aber wenn euer Mann 5 Tage nicht da ist, lässt sich 5 Tage nicht sehen. Hast du mit meiner Frau gesprochen? Du lässt sich 5 Tage nicht sehen, nichts hören und schreibt plötzlich eine SMS. Ruf mich sofort an, dann ruf dir doch an. Meine Frau schreibt zurück. So schon mal gar nicht. Ich hätte im Auto liegen können, irgendwo eingeklemmt nach dem Unfall. Schatz, hilf mir. So schon mal gar nicht. Ja, schreibt bitte, du Made, komm zurück. Ah, das ist herrlich. Sie hat auch nachts in meinen Nestbautrieb bekommen, in meiner eigenen Wohnung. Das war geil. Versteh mich nicht falsch, sie war nicht schwanger. Die wollten einfach nur umstellen. Und meistens immer dann, wenn ich nicht da war, ich habe mal nachts um 2 Uhr einen Anruf von einem Nachbarn bekommen. Alter, was machst du da oben? Ich sag, ich bin in der Kaserne, was ist los? Als ob da oben jemand umzieht. Ich sag, die mit Schränke, das ist normal. Ja, vor allem um 4 Uhr morgens kam das Bild, ich habe die Stube umgestellt, mir war langweilig. Ich sag, was ist mit dir los? Ich sag, um 2 Uhr habe ich was anderes vor, ich möchte pennen. Vor allem über Tag kann sie nicht eine Tüte tragen, aber nachts wird die zu müde. Das Geile ist, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen und seid ihr ein Pärchen die Frauen? Nein. Nein? Oh Gott. Also nach 13 Jahren, viele von euch, die jetzt ein bisschen länger vielleicht zusammen sind, die werden das bestätigen, am Anfang fällt man noch übereinander her. So, man guckt sich auch noch tief in die Augen, man küsst sich, das ist schön. Verstehen wir nicht falsch, nach 13 Jahren gucken wir uns aber noch an. Ja? Nur meine Frau küsst mich da nicht. Nein, die täuscht eine Kopfnuss vor. Ja? Du denkst dir als Mann, ey, geiler Moment. Und sie denkt sich, was, Junge? Ich hab eine gute Frau, ja. Sagt sie auch. Wir haben auch abends so einen Sport. Für uns, wir gucken lieben gerne Netflix. Du sitzt noch auf der Couch, Netflix, nur mittlerweile gehe ich auf den Sack. Ich mach nichts. Ich sitze nur da. Da hörst du nur so, Alter! Wo ich dann daneben sitze, wenn ich noch leise atme, bin ich tot. Er sagt, ist mir egal, ich will das sehen. Danke Leute, das war meine Zeit. Dankeschön.